Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, Worlds Finest Gamer am Start. Und in diesem Video soll es mal um das neueste Auto gehen, welches wir heute in GTA Online bekommen haben. Bevor wir aber nun damit anfangen, vergesst nicht mein aktuelles Unlock All Gewinnspiel, bei dem ihr die Chance habt, einen von 10 Unlock All Accounts für die PlayStation 4 zu gewinnen. Und wenn du mitmachen möchtest, musst du nur mein Abonnent sein, du musst dem Video hier einen Like da lassen und du solltest mir einen Kommentar schreiben, wieso gerade du gewinnen solltest, und schon nimmst du an meinem Gewinnspiel teil. Außerdem empfehle ich dir auch noch, die Glocke zu aktivieren, damit du die Auflösung am 8. April 2017 auch nicht verpasst. Und nun würde ich sagen, kommen wir mal zum neuesten Auto in GTA Online. Denn wir haben heute den Grotti Turismo Classic bekommen und diesen können wir uns für stolze 705.000 GTA Dollar auf Legendary Motorsports kaufen. Der Preis ist jetzt ein bisschen hoch dafür, dass der Turismo Classic ein Klassiker ist und kein Supersportwagen, aber immerhin kostet er gute 200.000 GTA Dollar weniger als der Infernus Classic, den wir letzte Woche bekommen haben. Von der Optik her, finde ich, sieht das Auto richtig geil aus und ich finde, optisch sieht der Turismo sogar noch ein bisschen besser aus als der Inferno Classic. Im richtigen Leben basiert der Turismo Classic auf jeden Fall auf dem Ferrari F40 und die Front des Wagens basiert auf dem Ferrari Testarossa. Außerdem hat der Turismo Classic dasselbe Feature wie der Infernus Classic, und zwar hat er ebenfalls ausfahrbare Scheinwerfer und somit ist der Turismo das siebte Fahrzeug in GTA Online, welches dieses Feature hat. Im Los Santos Custom hat das Fahrzeug hingegen jetzt keine besonderen Tuning-Möglichkeiten, außer dass man hier den Spoiler wegmachen kann, ohne dass wir dafür einen Glitch verwenden müssen, und das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Vom Fahrverhalten her muss ich sagen, ließ sich dieses Fahrzeug echt gut fahren, allerdings finde ich, hatte es leichte Schwächen in den Kurven, da es mir hier das ein oder andere Mal ausgebrochen ist. Natürlich könnte es auch daran liegen, dass ich mir auf dem Fahrzeug hier Dollarfelgen drauf getunt habe, aber ich tune eigentlich meine Autos immer so, dass sie in der Garage geil aussehen. Zu guter Letzt habe ich dann nochmal einen kleinen Speedtest gemacht, um zu gucken, wie sich denn der Turismo Classic hier schlägt. Und dort habe ich einfach mal den Turismo Classic hier gegen den Infernus Classic und gegen den Z-Type getestet. Dabei habe ich natürlich Windschatten und Aufholen ausgestellt, damit das Ganze auch fair bleibt. Den besseren Start habe ich hier auf jeden Fall mit dem Turismo Classic gehabt und aufgrund der guten Beschleunigung des Turismos konnte ich mich auch ziemlich schnell vorne absetzen. Allerdings muss ich auch sagen, dass der Turismo leichte Schwächen in der Endgeschwindigkeit hat und dort ist und bleibt der Z-Type das beste Fahrzeug in der Kategorie Klassiker. Aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, dass der Turismo Classic vom Gesamtpaket her ein sehr gutes Auto ist, mit dem man auch Rennen fahren kann, und wer das Geld hat, kann hier ruhig zuschlagen, ohne groß nachzudenken. Außerdem ist der Turismo Classic auch deutlich besser als der Infernus Classic und dazu kommt halt auch noch, dass der Turismo Classic 200.000 GTA Dollar billiger ist als wie der Infernus Classic, den wir ja letzte Woche bekommen haben. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video auf jeden Fall ein bisschen weiterhelfen, ob ihr euch das Fahrzeug kauft oder halt nicht, und von daher bin ich jetzt nur mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos, dann verpasst du in Zukunft nichts mehr zu GTA Online, und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.